Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes. Berichterstatterin ist die Frau Kollegin Ravensburg. Ja, machen wir gleich, nur langsam, aber doch Zeit heute. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und DER LINKEN gegen die Stimme der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Wir beginnen mit der Aussprache. Es spricht zuerst der Kollege Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie haben schon der Beschlussempfehlung entnommen. Unsere Hoffnung, dass man mal sachlich ein sachliches Problem angehen könnte, hat sich leider weder in der Anhörung durch die Art der Fragestellung wie noch in der Beratung im Ausschuss bestätigt. Im Gegenteil, Sie waren nicht bereit, sich sachlich mit dieser in der Tat komplexen Frage auseinanderzusetzen. Trotzdem versuche ich noch einmal, den Sachverhalt für Sie alle klarzumachen. Was wir möchten mit unserem Gesetzentwurf, und das ist das wesentliche Anliegen, ist, dass jedes Kind und jeder Jugendliche unabhängig von sozialer, kultureller oder ethnischer Herkunft und religiösem Hintergrund bestmögliche Bildungschancen erhält. Und dazu ist es nun einmal notwendig, dass der Unterricht und das Schulleben optimal gestaltet werden. Direkte Kommunikation und Interaktion sind zentrale Elemente, die nicht gestört werden dürfen, unter anderem auch nicht durch Vollverschleierung in der Schule, weil gerade die Körpersprache, gerade auch die Gesichtsmimik unerlässlich für einen erfolgreichen Unterricht ist. Das ist der Hintergrund unserer Gesetzesinitiative. Wir haben schon in der ersten Lesung debattiert über die zwei zentralen Fragen, die damit verbunden sind. Die erste Frage, Burka in der Schule, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ich glaube, da waren sich alle hier im Plenum einig. Ich habe jedenfalls keine andere Äußerung in Erinnerung. Nein, wir wollen die Burka in der Schule nicht. Und dann schließt sich die Frage an, gibt es eine Regelungsnotwendigkeit? Darüber haben wir im Wesentlichen diskutiert. Das ist einerseits die Frage, gibt es praktisch eine solche Notwendigkeit? Zum anderen gibt es juristisch eine. Die juristische Debatte, die wir dazu geführt haben, der Kultusminister und ich, in der ersten Lesung haben wir dann ja vertieft in der Anhörung. Das ist nicht ganz einfach. Die Position des Ministers und des Kultusministeriums ist, es gibt ja einen Erlass aus dem Jahr 2012, der ist ausreichend. Ich bin nicht dieser Auffassung. Deswegen haben wir diesen Gesetzentwurf eingebracht. Ich bin der Auffassung, wir brauchen hier eine gesetzliche Grundlage, und die vorhandene ist nicht ausreichend. Was haben uns denn die Sachverständigen zu dem Thema gesagt? Es geht um die zusammenfassend damit an, juristisch erforderlich waren sich die Sachverständigen nicht so ganz einig. Dass es juristisch jedenfalls sinnvoll wäre, darüber waren sie sich einig. Ich fange einmal mit der kritischsten Stellungnahme an. Das war die von Prof. Aust von der Freien Universität Berlin, der erklärt hat, drittens möchte ich schließlich unterstreichen, dass das Vorhandensein einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage, ich lasse ein paar Worte aus, den Gesetzgeber natürlich nicht hindert, eine Spezialnorm in das Hessische Schulgesetz aufzunehmen. Ob dies erfolgen soll, ist letztlich eine politische Frage. Das Ermöglichen einer offenen Kommunikation im Schulunterricht ist ein legitimes verfassungsrechtliches Ziel. Diese Überlegung kann sich auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte stützen. Ich fasse zusammen. Die kritischste Stellungnahme aus der juristischen Bewertung war, es ist nicht unbedingt erforderlich, aber jedenfalls zulässig und sinnvoll. Es gibt die weitere Stellungnahme Prof. Schorkopf von der Georg-August-Universität Göttingen, der ausgeführt hat, der zweite Gedanke ist, dass Grundrechtskonflikte, und die haben wir hier unzweifelhaft, darauf können wir uns einigen, nicht durch die Exekutive im Wege eines Erlasses aufgelöst werden sollten, sondern durch den Gesetzgeber. Das heißt dann weiter, in dieser Thematik der Bekleidung, die ein zunehmendes Konfliktfeld in Schulen ist, müssen einerseits die Schulleitungen und Lehrer
und andererseits die Elternschaft gestärkt werden. Es werden klare Verhältnisse benötigt, was geht und was nicht geht. Das im Erlasswege zu regeln, reicht meines Erachtens nicht aus. Denn der Begriff des normativen Leitbilds, was in Schule geht und was nicht, ist etwas, was der unmittelbar demokratisch legitimierte Gesetzgeber, also der Landtag und seine Mitglieder, regeln sollte. Meine Damen und Herren, und für diejenigen, die es gerne ein bisschen anschaulicher haben wollten, Sie alle kennen Herrn Prof. Ronellenfitsch und seine sehr klare Beschreibung von Sachverhalten, auch in juristischem Zusammenhang. Auch er hat als emeritierter Staatsrechtslehrer Stellung genommen. Und ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar. Ich zitiere auch ihn wörtlich. Sie können z.B. das Tragen von Stöckelschuhen, um den Bodenbelag zu schützen, verbieten, oder auch das Benutzen von Handys im Unterricht und derartige Dinge im Rahmen der allgemeinen Schulordnung regeln. Dafür reicht ein Erlass. Aber um das geht es nicht. Es geht nicht um eine schlichte Kleiderordnung. Es geht nicht um modische Accessoires und dergleichen, sondern es geht um die Äußerung der Religion. Und die Äußerung der Religion bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Da gibt es gar keinen Zweifel. Ich glaube, das sollte dann jeder verstehen. Zusammenfassendes Ergebnis der juristischen Beurteilung. Es ist mindestens sinnvoll, eine Regelung zu treffen. Ich ziehe die Konsequenz mit einigen der Sachverständigen. Es ist zur Herstellung von Rechtssicherheit auch zwingend erforderlich und sinnvoll. Was ist die praktische Seite? Die Erfahrungen aus Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern, deren Reaktionen auf unsere Initiative, ich hatte das in der ersten Lesung schon ausgeführt, zeigten in der Tat, es gibt dort einen Bedarf. Es wurde auch, ich hatte damals schon erwähnt, einen Fall einer couragierten Schulleiterin, die das geregelt hat, ohne dass es in die Öffentlichkeit gelangte. Und sie hat Glück gehabt, es hat sich keiner gewehrt, es gab kein rechtliches Verfahren. Der Kultusminister selbst hat uns berichtet auf meine Nachfrage, dass es schon mindestens drei Fälle gibt, die dem Kultusministerium bekannt geworden sind aus dem Jahr 2014/15. Die Dunkelziffer ist uns nicht bekannt. Und so war die Situation, meine Damen und Herren, auch in Niedersachsen. Deswegen haben unsere Kollegen in Niedersachsen einstimmig im Niedersächsischen Landtag entschieden, dass es eine allgemeine Regelung geben muss, damit nicht der Verdacht einer Einzelfallregelung aufkommt und man auf der anderen Seite im konkreten Fall dann eine Grundlage hat, um zu entscheiden. Das ist einstimmig entschieden worden. Wir haben ja mit gutem Grund genau diese Formulierung, auf die sich alle Fraktionen im Niedersächsischen Landtag verständigen konnten, Ihnen zur Entscheidung vorgelegt. Und was hat denn da die Anhörung ergeben? Was sagen denn die Praktiker zu der Frage, die mit der Schulsituation in unseren Schulen im weiten Hessenland befasst sind, wo es angeblich, wie Sie hier vorgetragen haben, keinen Regelungsbedarf gibt? Ich zitiere Herrn Hartmann vom Hessischen Philologenverband. Eine klare und eindeutige Regelung, wie sie eine Aufnahme ins Schulgesetz bedeutet, hilft den betroffenen Schulen, da sie Klarheit schafft. An anderer Stelle, es gibt an den Schulen eine große Unsicherheit. Diese Unsicherheit mündet in eine Mehrbelastung. Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir über Mehrbelastung und die Situation der Schulleitungen in Hessen schon mehrfach diskutiert haben. Auch das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Frau Otten vom Gesamtverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Hessen hat ausgeführt, warum also nicht den Sachverhalt antizipieren, dass es mehr als bisherige Einzelfälle werden könnten und mehr Klarheit für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen schaffen und diese nicht zu zwingen, sich mit Erlassen etc. zu beschäftigen. Sie führt weiter aus, wenn sich Kolleginnen und Kollegen selbst auf die Suche nach einschlägigen Regelungen machen müssen und sich auch noch mit der Schulleitung in Verbindung setzen müssen und diese wiederum mit den Juristinnen und Juristen der staatlichen Schulämter, bündelt dieses Ressourcen, die sinnvollerweise im pädagogischen Handeln eingesetzt werden sollten. Wiederum die Frage, was machen wir mit unseren Ressourcen? Von der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren an den beruflichen Schulen in Hessen wurde vorgetragen, wir brauchen von Seiten der Schulleitung eine deutliche Norm im Gesetz, die uns die Chance gibt, zu sagen, im Gesetz steht, dieses ist nicht erlaubt. Ansonsten haben wir es zunehmend schwerer, mit Eltern und auch mit Schülerinnen zu kommunizieren. Wenn man dieses Ergebnis der Anhörung zusammenfasst,
kann ich auf ein Zitat zurückgreifen, das ich hier, glaube ich, schon einmal vorgetragen habe. Das Zitat lautet, und man kann das hier wunderbar vortragen, damals hieß es Frau Präsidentin, ich würde dann sagen Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Diskussion um eine gegebenenfalls religiös begründete Gesichtsverhüllung ist aktuell oft durch Zorn und Eifer, große Ressentiments und weniger durch das nüchterne Wägen von Argumenten und das Finden guter Lösungen geprägt. Und in dem Redebeitrag heißt es dann weiter, die rechtliche Regelung hat entsprechend klarstellenden Charakter. Sie schafft Rechtssicherheit, auch für diejenigen, die das Recht im täglichen Leben anwenden müssen. Meine Damen und Herren, dieses Zitat, das ich vollständig unterschreiben kann, stammt vom 25. Januar 2018 aus der 42. Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt. Es war der grüne Vertreter, Herr Kollege Sebastian Striegel, der diese klugen Worte gesprochen hat. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wir haben uns, wie ich schon erwähnte, ganz bewusst entschieden, Ihnen die einstimmig in Niedersachsen verabschiedete Regelung vorzulegen, damit die Integration nicht erschwert wird, ein wichtiges Hemmnis abgebaut wird. Ich bitte Sie nochmals herzlich im Interesse der Sache, nicht irgendwelchen Reflexen nachzugeben und nicht wieder in altbekannte Ablehnungsautomatismen zu verfallen. Meine Hoffnung ist zwar gering, aber trotzdem bitte ich Sie, stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat die Frau Abg. Geis, SPD-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, Herr Greilich, also ich kann sagen, ich fand die Diskussion im Ausschuss durchaus sachlich. So kam sie jedenfalls bei mir an. Und ja, wir müssen die Schülerschaft an den hessischen Schulen, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, hat sich in den vergangenen Jahren auch durch den Zuzug ein bisschen verändert. Sie ist bunter und sie ist heterogener geworden. Und neue Situationen fordern manchmal auch Veränderungen. Schon oft mussten am hessischen Schulgesetz Veränderungen vorgenommen werden, um es an veränderte Realitäten in den Schulen anzupassen. Der vorliegende Antrag zur Änderung des hessischen Schulgesetzes soll allerdings ein Problem lösen, das es aus unserer Sicht an den hessischen Schulen in der hier beschriebenen Art und Weise augenscheinlich gar nicht gibt. Das jedenfalls ist das Fazit nach der durchgeführten Anhörung. Man kann sich schon die Frage stellen, ob es hier um eine Problemlösung geht oder um das Herbeireden eines Problems. Denn es ist bis heute nicht bekannt, dass an einer hessischen Schule eine vollverschleierte Schülerin entdeckt worden wäre. Es geht, wie hinreichend im Plenarsaal und in der Anhörung festgestellt wurde, nicht um das Tragen religiös motivierter Kleidung durch staatliche Angestellte und vor allem durch Beamte oder Beamtinnen. Es geht in diesem Haus um die Frage, welches gesetzlich zu regelnde Verfahren und welche Kleidung könnten die Kommunikation zwischen Lehrerschaft und Schülerschaft im Schulleben erschweren. Und es geht um die Frage, ob eine Rechtsunsicherheit besteht und es einer gesetzlichen Regelung bedarf, um Vollverschleierung von Schülerinnen eindeutig zu verbieten. Aus unserer Sicht gibt es an diesem Punkt keine unklare Rechtslage, sondern eine hinreichende Regelung. Gemäß der befragten juristischen Experten stellt die vorgeschlagene Gesetzesänderung nicht nur einen Eingriff in den Schutzbereich der Religionsfreiheit dar und gibt zumindest Anlass zu verfassungsrechtlichen Bedenken. Auch das wurde vorgetragen. Viel entscheidender ist zunächst, die genauere Regelung ist nach Ihrer Expertise gar nicht nötig. Das Hessische Schulgesetz stellt in seiner aktuellen Form eine völlig ausreichende Handhabung und Maßnahmen zur Verfügung, um Schülerinnen und Schüler dazu anzuhalten, durch ihre Art der Kleidung oder ihr Verhalten die Ordnung in der Schule zu gewährleisten. Das gilt auch für die Möglichkeit der Kommunikation und auch der nonverbalen Kommunikation durch erkennbare Mimik. Im Zusammenschau der § 1, 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes und Artikel 56 der Hessischen Landesverfassung ist die Schule zudem aufgerufen, Schülerinnen und Schüler zu selbstbewussten Individuen in einer freien Gesellschaft zu erziehen,
die zum Zusammenwirken mit anderen im demokratischen Staat befähigt sind. Zu diesem Fazit kommt der angehörte Jurist Prof. Dr. Helmut Aust, den ich wie folgt zitieren darf. Die Schule ist dabei so zu gestalten, dass die gemeinsame Erziehung und das gemeinsame Lernen aller Schülerinnen und Schüler in einem hohen Maß verwirklicht werden. Sein maßgebliches und abschließendes Urteil lautet, ich zitiere, das Hessische Schulgesetz stellt mithin schon in seiner derzeitigen Fassung eine grundsätzlich taugliche gesetzliche Grundlage für das Verbot einer Vollverschleierung im Einzelfall dar. Jedweder in irgendeiner Weise denkbarer Interpretationsspielraum der bestehenden Gesetzeslage wird, so wurde in der Anhörung ausdrücklich deutlich, durch bestehende Ausführungsvorschriften und Erlasse gefüllt. Wenn aber offensichtlich keine Rechtsunsicherheit besteht, wozu dann eine Gesetzesänderung? Ich habe eine eindeutige Antwort auf diese Frage, und das ist eine gute Portion Populismus. Wir erleben das zurzeit auch an anderen Stellen in der Republik, und es stünde uns in der jetzigen Situation definitiv besser zu Gesicht, auf derartige populistische Initiativen zu verzichten. Denn es geht hier nicht um eine Anregung aus der Praxis. Die Praktiker, und dazu zählen tatsächlich alle Verbände und Vertreterinnen und Vertreter der am Schulleben Beteiligten, alle Praktiker, von Schülervertretern bis Lehrerverbänden, sprechen davon, dass Burka und Niqab nicht an den hessischen Schulen gesichtet werden. Im Übrigen auch Frau Otten und Herr Hartmann konnten von keinem einzigen Fall berichten. Wozu also bitte schön eine Regelung an einer Stelle, an der niemand ein Problem sieht? Ich vertraue jedenfalls neben dem Urteil der Juristen auch dem der Praktiker des Schulalltags. Das angegangene Phänomen kommt in der Praxis nicht vor, und die Sozialdemokraten können diesen Vorschlag zur Gesetzesänderung somit nur ablehnen. Ein letzter Punkt bleibt allerdings offen, Herr Kultusminister. Mit großer Leichtigkeit wäre die Diskussion um eine Neuregelung oder Präzisierung von Gesetzen und Bestimmungen bereits im Vorfeld zu unterbinden gewesen. Auch das wurde bei der Anhörung deutlich, und das führt mich zu meinem diesen letzten Punkt. Nicht etwa, dass die Landesregierung die fehlende Relevanz dieses Gesetzesvorhabens nicht gleich mit genauen Zahlen zu belegen wusste. Das verwundert inzwischen niemanden mehr. Interessante und wichtige Zahlen erhebt man im Kultusministerium ja offensichtlich nicht. Interessanter und dringlicher ist die aufgeworfene Frage nach den allen letzten Fragen lösenden vorliegenden Erlass gewesen. Wer nach Bestimmungen zur Verschleierung in Ausführungsvorschriften, Verwaltungsvorschriften und Erlassen sucht, findet übrigens zunächst ausschließlich eine Regelung für Besucher im hessischen Vollzugswesen. Auf einen am 21. November 2012 verordneten Erlass des Kultusministeriums stößt man zunächst bei seiner Suche nicht. Den anzuhörenden Praktikern, nebst den von Ihnen vertretenen Kollegien, war dieser Erlass nicht bekannt. Dass ein seit mehr als 5 Jahren gültiger Erlass den Beteiligten am Schulleben derart unbekannt ist, gibt einen bemerkenswerten Anlass zum Bedenken. Warum? So muss man doch fragen. Ist dieser Erlass so wenig bekannt? Die weitere Frage ist, welche Rückschlüsse muss man daraus ziehen, dass der Erlass in den Schulen derart ungeläufig ist, wie das in der Anhörung deutlich wurde? Ebenso deutlich wurde, dass es Lehrerinnen und Lehrern in der aktuellen Belastungssituation nicht zuzumuten ist, im Dschungel der Erlasse und Verordnungen zu fahnden, ob es zu einem nicht vorhandenen Problem eine Regelung gibt. Auch dies war ein deutliches Fazit der Schulpraktiker in der Anhörung. Die Informationspolitik des Kultusministeriums ist, das wird an dieser Stelle erneut allzu sichtbar, eine große offene Baustelle. Hier entsteht sicher Handlungsbedarf, aber nicht zu einer Änderung des Hessischen Schulgesetzes. Das ist für heute mein Fazit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Geis. Das
Wort hat der Abg. Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Große Teile dieses Hauses sind sich zum Glück einig. Wir sind kein islamisches Land, und wir wollen auch keines werden. Und wir haben auch nicht auf die FDP und diesen Gesetzentwurf gewartet, um das zu klären. Ich möchte sehr deutlich sagen, die Burka ist ein Symbol des radikalen Islam. Und eine freie, offene, demokratische Gesellschaft mit gelungener Integration passen nicht zusammen mit Vollverschleierung, weder in der Öffentlichkeit noch in der Schule. Deswegen ist die CDU an dieser Stelle sehr konsequent. Wir haben in Hessen eine klare Kleiderordnung, auch im öffentlichen Dienst, nämlich diejenigen, die Vorbilder sind, die müssen auch entsprechende Haltung vorzeigen. Und deswegen auf Initiative der CDU hat das Land Hessen ein Burka-Verbot in den Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten eingebaut. Ich erinnere nur daran, das ist noch nicht anderthalb Jahre her, Herr Kollege Greilich, da war es die FDP und Sie in Person, die diese Maßnahme als Schnapsidee bezeichnet haben. Das passt zu dieser Initiative, die Sie jetzt vortragen, in keinster Weise zusammen. Ausgerechnet die FDP-Fraktion, die vor einem Jahr, als das Hessische Schulgesetz in diesem Hause beraten und beschlossen wurde, kommt jetzt mit dieser Initiative zu diesem Zeitpunkt. Für mich stellt sich die Frage, wenn das für Sie ein Herzensanliegen war, dieses Thema im Hessischen Schulgesetz zu schärfen, aus Ihrer Sicht, warum haben Sie den Vorstoß nicht gemacht? Wir haben eine klare Regelung, und deswegen will ich sehr deutlich sagen, Ihr Gesetzentwurf ist von opportunistischem Kalkül getrieben. Dieser Gesetzentwurf dient der Schlagzeile, aber nicht der Sache. Ja, liebe FDP, das Verbot von Tragen bestimmter Kleidungsstücke in Schulen bedarf einer gesetzlichen Regelung. Da sind wir uns einig. Ja, und natürlich. Die Schule ist kein rechtsfreier Raum. Deswegen haben wir in der ersten Lesung zu diesem Gesetzentwurf diese Einschätzung schon sehr deutlich gemacht. Und die Kollegin Geis hat es eben gerade beschrieben. Das ist auch das Ergebnis der Anhörung. Wir haben genau die Bestätigung dessen, was wir in der ersten Lesung hier vorgetragen haben. Wo und was ist denn geregelt im Gesetz und in Erlassen? Da schauen wir genau hin. In § 69 Absatz 4 Satz 2 des Hessischen Schulgesetzes ist die Grundlage für das Verbot von Burka und Niqab geschaffen. Diese Vorschrift sagt ganz klar, Schüler haben den Weisungen der Lehrkräfte zu folgen, die dazu dienen, die Bildungs- und Erziehungsziele zu erreichen und Ordnung in Schule aufrechtzuerhalten. Und die Vorschrift ist zu sehen im Zusammenhang mit den § 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes, natürlich in Kombination des Artikel 56 der Hessischen Verfassung, der sich auf das Schulwesen bezieht. Und jetzt kommt noch hinzu eine einschlägige Regelung. Herr Kollege Leilich, hatten Sie Bezug darauf genommen aus dem Jahr 2012? Das Burka-Verbot in einem Erlass aus dem Innenministerium wurde flankiert durch die damalige Staatsministerin Beer, in wessen Reihen sie verortet ist. Das ist hinlänglich bekannt. Und hier wird Schülerinnen eine religiöse Vollverschleierung mittels Burka und Niqab untersagt. Und dieser Erlass ist völlig unmissverständlich. Deswegen Lob an die ehemalige Staatsministerin, die für Bildungsfragen zuständig war. Ich zitiere daraus. Da steht nämlich drin, daher ist eine Teilnahmeunterricht durch eine Schülerin,
deren Gesicht beispielsweise durch das Tragen einer Burka nicht erkennbar ist, nicht zulässig. Zur Anhörung noch einmal. Mehrmalige Nachfragen, und die Kollegin Geis hat das eben gerade beschrieben, bei den Schulvertretern haben ergeben, dass kein einziger Schulleiter, keine Schulleiterin, kein Verbandsvertreter, keine Verbandsvertreterin ein Beispiel aus dem eigenen Schulbetrieb nennen konnte. Fakt ist, alle Herausforderungen in den letzten Jahren, die dieses Thema betreffen, konnten mit der geltenden Rechtslage vorzüglich bewältigt werden. Fakt ist, und da teile ich auch die Einschätzung der Kollegen Geis, die FDP ist auf der Suche nach einem Wahlkampfthema. Und wenn ich das noch einmal zusammenbinde, seinerzeit gegen einen entsprechenden Eingriff in den Bereich der Kleiderordnung des Tarifvertrags im öffentlichen Dienst bei den Tarifbeschäftigten als Schnapsidee zu bezeichnen, jetzt wenige Monate vor einem wesentlichen Termin am 28. Oktober dieses Jahres mit diesem Gesetz durch die Kurve zu kommen, zeigt, dass Sie ein bestimmtes Kalkül verfolgen. Sie versuchen, ein Thema zu besetzen, die Leute auf die Bäume zu treiben, über ein Problem zu reden, das es faktisch nicht gibt. Das offensichtlich Berechenbare bei Ihnen ist in diesen Tagen die tatsächliche Unberechenbarkeit. Deswegen, meine sehr geehrten Kolleginnen und sehr geehrten Kollegen, Strich drunter. Erstens. Wir akzeptieren keine Burka und keinen Niqab an den hessischen Schulen. Zweitens. Wir wenden die gültige Rechtslage konsequent an. Drittens. Wir brauchen da keine Belehrungen von Ihnen. Ich gebe Ihnen einen Hinweis. Als freundschaftlichen und guten Rat suchen Sie sich doch einmal inhaltlich substanzielle Themen für Wahlkampf. Aber stoppen Sie bitte diese populistischen Vorstöße. Sie führen zu nichts. Wir lehnen Ihren Gesetzentwurf ab. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen fröhlichen Nachmittag. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. Das Wort hat die Frau Abg. Faulhaber. Fraktion DIE LINKE. Immer muss er vor mir sprechen. Ja, das ist ein Problem, oder? Ja, ja. Stühlchen. Okay. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Anhörung zum Gesetzentwurf der FDP hat bestätigt, was wir hier bereits schon einmal diskutiert haben. Dass, erstens. Die FDP bringt ein Thema auf die Tagesordnung, das als Problem nicht existiert. Es gibt keine vollverschleierten Schülerinnen und Schüler an hessischen Schulen. In der Anhörung zum Gesetzentwurf hatte eine Schulleiterin von einer befreundeten Schulleiterin gehört, die von einer befreundeten Schulleiterin gehört hat, dass es eine vollverschleierte Schülerin gab. So ungefähr war die Qualität der Aussage. Und keiner der anwesenden Pädagoginnen oder Verbandsvertreter konnte eine eigene Erfahrung einbringen. Das ist schon ein bisschen peinlich, Herr Greilich. Und zweitens. Gäbe es voll verschleierte Mädchen im Unterricht, auch dann wäre keine Änderung des Schulgesetzes erforderlich. Denn der aktuelle rechtliche Rahmen ist als Ermächtigungsgrundlage vollkommen ausreichend. Sie haben Professor Aust zitiert. Da haben Sie natürlich ein Zitat genommen, das Ihre These stützt, dass er gesagt hat, man kann so eine Änderung als Gesetzgeber machen. Ja, klar kann ein Gesetzgeber so eine Änderung machen, das steht ihm frei. Aber die Frau Geis hat schon zitiert, was er eigentlich in seinem Gutachten geschrieben hat. Und in seinem Gutachten hat er geschrieben, der § 69 Absatz 4 Satz 2 des Hessischen Schulgesetzes stellt mithin schon in seiner derzeitigen Fassung eine grundsätzlich taugliche gesetzliche Grundlage für das Verbot einer Vollverschleierung im Einzelfall dar.
So. Dann haben Sie den Herrn Ronellenfitsch zitiert. Der hat sich geäußert, also wenn also Äußerungen zur Religion bedürfen einer gesetzlichen Regelung. Das ist ja klar. Ja, das ist doch klar, Herr Greilich. Wir haben doch so eine gesetzliche Regelung, die heißt Religionsfreiheit, und die steht im Grundgesetz. Das meinte doch der Herr Ronellenfitsch. So, dann der Prof. Dr. Weismann von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Der hält auch die bisherige hessische Regelung für ausreichend, um bei Bedarf ein Verbot der Vollverschleierung auszusprechen. Denn die Regelung enthalte, schreibt er, Zitat, eine allgemeine Mitwirkungspflicht für Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Erfüllung des verfassungsrechtlich geschützten staatlichen Erziehungsauftrags ausrichtet. Und dann muss man ja irgendwie auch sagen, also persönlich anwesend waren auf dieser Anhörung vor allem die Befürworter ihres Gesetz. Ich finde es gut, dass die Sie nicht allein gelassen haben. Aber die anderen, die haben sich ja auch geäußert, und zwar schriftlich. Man hätte es ja auch lesen können. Und dann hätte man die ganzen Äußerungen auch gelesen, die sagen, dass es eigentlich kein Problem ist, dass es einer Lösung bedarf. So, meine Damen und Herren, der FDP müsste eigentlich das rechtliche Regelwerk Hessens für den fiktiven Fall einer vollverschleierten Schülerin im Unterricht bekannt sein. Denn es war Ihre Staatsministerin Nicola Beer, da hat Herr Schwarz schon darauf hingewiesen, die sich bereits 2012 mit dem Thema befasst hatte und mit einem Erlass reagierte. Jetzt hat die FDP also entweder ein Informationsdefizit und kann sich nicht mehr an den Erlass ihrer Ministerin erinnern, oder aber die aktuelle FDP-Landtagsfraktion hält die Wertung ihrer eigenen Ministerin für falsch und will daher jetzt das Grundgesetz ändern. So oder so, die Initiative der FDP ist so erstaunlich, wie sie überflüssig ist. Aber, ja, gut. Aber angenommen, es gäbe Schülerinnen, die vollverschleiert den Unterricht besuchen. Für den Ablauf des Unterrichts könnte es ja tatsächlich problematisch sein, aber brauchen wir dann wirklich ein Gesetz? Können Pädagogen, kann Schule nicht anders oder besser reagieren? Können nicht erzieherische Maßnahmen ergriffen werden, mit den Familien gearbeitet werden, was ich übrigens für viel wirkungsvoller halte, als mit so einer starren Verbotsregelung zu reagieren? Meine Damen und Herren, allen ist klar, dass es der FDP in Wirklichkeit nicht darum geht, eine ungehinderte Kommunikation im Schulalltag zu gewährleisten, wie sie hier vordergründig vorgibt. Wir erleben aktuell eine Diskursverschiebung nach rechts, und die FDP möchte auf dieser Welle mitschwimmen. Sie übernimmt Forderungen der Rechten, knüpft an antimuslimischen Stimmungen an und tritt dabei halt nicht so krawallig auf wie die Cyan-Blauen. Meine Damen und Herren, individuelle Freiheit, Selbstbestimmung, Vorrang der Person vor der Institution, das waren einmal Leitsätze der Liberalen. Und, liebe FDP, da könnten Sie ja einfach einmal der Frau Leuthäuser-Schnarrenberger zuhören. Die hat kürzlich diese offene rechte Flanke der FDP als falsch gebrandmarkt und ihre Partei dazu aufgerufen, sich an die liberalen Wurzeln zu erinnern. Denn eines ist klar, eine wie auch immer geartete AfD-Leid braucht in diesem Land wirklich überhaupt niemand. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein bisschen Bewegung im Landtag ist ja auch nicht schlecht. Und wenn es das Redepult ist, ja, ein bisschen Bewegung tut ganz gut. Wir sind uns in diesem Haus alle einig. Wir wollen, dass man sich an unseren Schulen ins Gesicht schauen kann. Lernen setzt Kommunikation, setzt Interaktion voraus, und dafür muss man einander ins Gesicht schauen können. Das ist in diesem Landtag überhaupt nicht strittig. Darin sind sich alle einig. Der Kern der Debatte geht darum, ob man diese
das Verbot der Vollverschleierung in das Schulgesetz aufnehmen muss oder nicht, beziehungsweise ob die Regelung, die die frühere Kultusministerin Nicola Beer von der FDP in einem Erlass getroffen hat, ausreichend sind. Vier Fraktionen dieses Hauses sind der Meinung, das ist ausreichend. Eine Fraktion ist der Meinung, das ist nicht ausreichend. Das ist eigentlich der ganze Kern der Debatte. Wenn man sich die Anhörung anschaut, dann war noch nicht einmal von der FDP benannten Angehörten die Mehrheit der Meinung, dass es einer gesetzlichen Regelung braucht. Meine Fraktion ist dieser Meinung auch nicht. Das Vollverschleierungsverbot und die Grundlage für den guten Erlass, den die FDP-Kultusministerin Nicola Beer gemacht hat, ist unmittelbar im Schulgesetz gegeben. Da braucht es also keine weitere Klarstellung. Deshalb wundere ich mich auch ein bisschen, dass die FDP diese Initiative ergriffen hat. Denn oftmals stehen Rednerinnen und Redner der FDP an diesem Redepult und sagen und zitieren den Staatstheoretiker Montesquieu: Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen. Das ist normalerweise das vorgetragene Mantra der FDP. Warum Sie diesmal davon abweichen, dazu ist vieles bereits in diesem Plenum und in dieser Debatte gesagt worden. Das muss ich nicht alles wiederholen. Ich kann es eigentlich ziemlich kurz zusammenfassen. Es gibt keinen inhaltlichen Streit, es gibt keinen Fall, es gibt kein Problem, also braucht es auch kein Gesetz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat der Kultusminister, Staatsminister Prof. Lotz. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will zunächst einfach auch noch einmal wiederholen, was ich schon zu Beginn der Debatte in der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs gesagt habe und was für mich die wichtigste Feststellung in der Kommunikation dieser Debatte nach außen ist, nämlich das, worüber hier in der Sache Einigkeit besteht. Eine Vollverschleierung, also eine mit Gesichtsverhüllung, egal von wem, im Unterricht, ist mit unserem Verständnis einer offenen und auf Diskurs angelegten Schule, die unsere Kinder und Jugendlichen auf ihre Rolle als Bürgerinnen und Bürger eines freien und demokratischen Gemeinwesens vorbereiten soll, nicht vereinbar, schlicht nicht vereinbar. Und daher dulden wir so etwas auch nicht. Punkt. Und wenn es doch irgendwo an irgendeiner unserer Schulen vorkommen sollte, das heißt also, falls jemand den Versuch dazu unternehmen sollte, dann haben und bekommen unsere Schulleiterinnen und Schulleiter auch volle Rückendeckung für alles, was sie unternehmen müssen, um das zu unterbinden. Das stelle ich jetzt einfach einmal hier so in den Raum, und daran lasse ich mich auch in Zukunft jederzeit festhalten. Und wenn wir das damit geklärt haben, dann lassen Sie mich aber auch noch eine andere Feststellung treffen, auch wenn ich damit auch andere Debattenbeiträge wiederhole, nämlich auch Dinge, die man für klar und richtig hält, müssen deswegen nicht alle im Gesetz festgehalten werden. Vor allem dann nicht, wenn man wie hier eine Gesetzesänderung diskutiert, die isoliert und herausgehoben nur diesen einen Zweck verfolgt. Und ich muss jetzt den Satz von Montesquieu nicht auch noch wiederholen, aber ich finde schon, wenn dieses Haus alleine schon ein Dreiviertelstunden im Plenum mit einer einzigen punktuellen Gesetzesänderung beschäftigt wird, dann müsste sie wirklich wichtig und notwendig sein. Und das ist diese hier nicht, meine Damen und Herren. Es hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, im Rahmen der letzten Schulgesetznovelle, das ist ja noch gar nicht so lange her, eine entsprechende Anregung einzubringen. Übrigens, das gilt nicht nur für die FDP-Fraktion hier in diesem Hause, sondern das schreibe ich auch den Lehrerverbänden ins Stammbuch, die in der Anhörung Sympathie für diesen Vorschlag geäußert haben. Und nur fürs Protokoll, Landeselternbeirat und Landesschülervertretung waren dagegen. Wir haben ja sogar bei der Schulgesetznovelle eine Änderung zu Bekleidungsvorschriften diskutiert, nämlich die Kopftuchfrage für Lehrerinnen in Befolgung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Da hätte man diese Diskussion problemlos anhängen können. Aber es hat offensichtlich damals niemand einen Bedarf dafür gesehen. Und damit, meine Damen und Herren, stellt sich die brennende Frage, wo soll denn in der Zwischenzeit der Bedarf dafür hergekommen sein? Und da gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Erstens, gibt es irgendwelche Fälle,
die in der Zwischenzeit das als Problem auf die Tagesordnung gehoben hätten. Nein, die gibt es nicht. Jedenfalls sind mir keine bekannt. Sie haben es ja auch einmal abgefragt, und in der Anhörung wurden auch keine benannt. Zweitens haben wir eine Regelungslücke, sodass im Falle des Auftretens eines neuen Falles niemand wüsste, was zu tun ist. Nein, die haben wir auch nicht, denn wir haben ja den mittlerweile viel diskutierten Erlass von 2012, auf dessen Basis auch schon die früheren Fälle problemlos gelöst werden konnten. Und dank der von Ihnen ausgelösten Diskussion, und das ist vielleicht der einzige Grund, um auch wirklich dankbar dafür zu sein, kennt diesen Erlass jetzt ja hoffentlich auch wirklich jeder. Und selbst wer ihn nicht gekannt hätte und mit einem solchen Fall konfrontiert worden wäre, der hätte spätestens im staatlichen Schulamt die notwendigen Auskünfte erhalten. Und das ist auch meine Antwort an das, was die Frau Abg. Geis hier vorgetragen hat. Nein, wir erwarten nicht von unseren Lehrern und Schulleitern, dass sie sämtliche Erlasse, die das Kultusministerium im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte herausgegeben hat, alle im Kopf haben. Und ich habe sogar Verständnis dafür, wenn ein Erlass, der vor 6 Jahren ergangen ist und zu dem es keinen einzigen Anwendungsfall in der Zwischenzeit gegeben hat, dass der vielleicht der Aufmerksamkeit unserer Schulleiterinnen und Schulleiter auch einmal entschwindet. Aber genau dafür gibt es staatliche Schulämter, die, falls dann doch ein solcher Anwendungsfall jemals auftreten sollte, die darüber Bescheid wissen, die darüber Auskunft geben können, die entsprechende Hilfestellung an unsere Schulen geben können. Und genau deswegen wurde dieser Erlass auch spezifisch an die Schulamtsjuristen adressiert, damit die Schulämter diese zentrale Rolle, die sie in unserem System zu spielen haben, auch entsprechend erfüllen können. Und damit bleibt eigentlich nur noch drittens, nämlich ist die existierende Regelung möglicherweise unzureichend. Das war die eigentlich spannende Frage. Deswegen habe ich mich auch so auf den Austausch mit den Kollegen Staatsrechtslehrern bei der Anhörung gefreut. Und darf dazu im Ergebnis feststellen, auch der von der FDP benannte Sachverständige, der Kollege Schorkopf, hat sich wohlweislich gehütet, und daran erkennt man die gute und sorgfältige Arbeit, hier einen Verfassungsverstoß zu konstatieren. Und hat lediglich die Empfehlung ausgesprochen, ich drücke das jetzt einmal umgangssprachlich aus, man könne ja vorsichtshalber auf Nummer sicher gehen. Das ist okay. Der Kollege Aust hat dann schon gar kein Problem mehr darin gesehen. Und nachdem die FDP ihren Vorschlag ja im Wesentlichen nach dem niedersächsischen Modell gestrickt hat, für das der Kollege Wissmann verantwortlich zeichnet, füge ich gerne hinzu, dass dieser Kollege in der schriftlichen Anhörung auch ganz klar die hessische Situation anders bewertet als die, die in Niedersachsen vorlag. Sie haben dann offensichtlich selbst gemerkt, wie dünn das Eis wird, auf das Sie Ihren Vorschlag gründen, und deswegen noch schnell einen Änderungsantrag nachgeschoben, mit dem Sie das Zitiergebot des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz zu erfüllen vorgeben. Das fand ich auch schön. Das ist so ein richtiger Klassiker aus der Staatsrechtslehre. Aber da Sie das jetzt in Ihrer Rede, Herr Abg. Greilich, nicht weiter angesprochen haben, verzichte ich darauf, das Hohe Haus mit weiteren Zitaten aus Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zu quälen. Deswegen stelle ich einfach nur zusammenfassend fest, meine Damen und Herren, wenn es keine Fälle gibt, keine Regelungslücke und keine ernsthaften Bedenken gegen die Tragfähigkeit der Rechtsgrundlage, dann gibt es nur eines, was sich seit der Novelle des Schulgesetzes geändert hat, nämlich die Landtagswahl ist jetzt deutlich näher gekommen. Und Sie wollen einen symbolischen Punkt dafür nutzen oder setzen. Das ist nicht illegitim, aber über dieses Stöckchen springen wir nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Minister, herzlichen Dank. Kollege Wolfgang Greilich hat sich noch einmal gemeldet. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich erspare Ihnen eine dritte Lesung, weil das macht wirklich keinen Sinn. Aber Sie müssen es schon hinnehmen, wenn alle Fraktionen sich gegen uns stellen, dass wir wenigstens einmal dafür sorgen, dass im Protokoll so manches ein bisschen richtiggestellt wird, was hier quergeschrieben worden ist. Ich muss zum Ergebnis der Anhörung, wenn ich diese selektiven Herausnahmen sehe, ich gebe zu, dass ich auch nicht alles zitiert habe, aber ich habe die wesentlichen Punkte, auf die es ankam, zitiert. Das Ergebnis der Anhörung war, es waren sich nicht alle einig, dass es unbedingt sein muss, aber es waren sich bis auf wenige, die meisten und insbesondere die Staatsrechtler, einig, dass es mindestens zulässig, wenn nicht sogar erforderlich ist und sinnvoll ist, eine entsprechende Klarstellung ins Gesetz aufzunehmen. Das ist nun einmal der Befund gewesen. Das ist das eine. Das zweite nur als kleinen Hinweis an Kollegen Schwarz. Ich weiß, der tosende Beifall aus der CDU-Fraktion für Ihren Beitrag hat es ja gezeigt, dass man dort eigentlich lieber unserem Antrag zustimmen würde. Aber der Hinweis auf den Tarifvertrag,
der hat nun überhaupt nicht gepasst. In der Tat, es ist eine Schnapsidee gewesen, das Burka-Verbot im Tarifvertrag unterbringen zu wollen. Denn in der Tat, und das hat nun die Anhörung sicherlich eindeutig ergeben, Herr Kultusminister, Tarifverträge, Verträge oder was auch immer, sind keine geeignete Grundlage für Eingriffe in die Religionsfreiheit. Und darüber reden wir hier. Deswegen ist der Tarifvertrag sicherlich nicht der entscheidende Punkt. Aber das nur einmal zur Klarstellung. Spannend finde ich es, wenn jetzt immer wieder behauptet wird, weil von den Anzuhörenden keiner einen konkreten Fall gesehen hat. Es gäbe keinen. Selbst der Minister hat sich eben zu dieser Behauptung verstiegen. Es hätte ja keine Fälle gegeben. Jetzt wird schon wieder zurückgerudert mit einem kleinen Zwischenruf von der Regierungsbank in den letzten 3 Jahren. Denn ich darf daran erinnern, falls es aus dem Gedächtnis entschwunden sein sollte, am 24. April 2018 führte der Kultusminister hier aus, im Rahmen einer Abfrage zu Beginn dieses Jahres konnte allerdings festgestellt werden, dass es im Schuljahr 2014/15 3 Fälle gab, in denen Schülerinnen voll verschleiert am Unterricht teilnehmen wollten. Also keine Fälle, bis auf die 3, bis auf die 3 und all die anderen, die wir nicht kennen. Meine Damen und Herren, und der letzte Punkt, Herr Kollege Bellino. Es ist ja so vorhersehbar, wie der eine oder andere hier argumentiert. Deswegen habe ich mir das noch einmal mitgebracht mit dem Erlass der Kultusministerin Beer, von dem hier immer die Rede ist. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Da mal sehr deutlich, um das einmal klarzuziehen, Herr Kollege Schwarz. Das kommt nicht aus dem Innenministerium, da liegen Sie noch einmal falsch. Es gibt etwas, worum es geht, das erkläre ich Ihnen gleich, aus dem Kultusministerium, nicht aus dem Innenministerium. Das war aber kein Erlass, den die Kultusministerin Beer unterschrieben hat. Er hat nicht einmal der Staatssekretär Lorz, den es damals gab, unterschrieben. Sondern was es gibt, was wir dort als Erlass zitiert bekommen von Herrn Kollegen Wagner und von dem Kollegen Schwarz immer wieder, das ist eine E-Mail vom 21. November 2012 an die Poststellen der staatlichen Schulämter. Da ist die hingegangen von einem wichtigen und qualifizierten Mitarbeiter des Kultusministeriums. Dort heißt es, gerichtet an die staatlichen Schulämter, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Nachgang zur Dienstbesprechung der verwaltungsfachlichen Schulaufsichtsbeamtinnen und Beamten weise ich genau an die gerichtet aus gegebenem Anlass auf Folgendes hin. Und dann kommt die Darlegung der Rechtsauffassung, die heute schon mehrfach zitiert worden ist. Und das Ganze endet damit, gerichtet an diese Schulamtsjuristen. Ich bitte die Schulen, soweit im Einzelfall erforderlich, auf diese Rechtslage hinzuweisen, mit freundlichen Grüßen. Meine Damen und Herren, was ergibt sich daraus? Erstens, es gibt keinen Erlass der Ministerin oder des Staatssekretärs oder der Hausleitung, sondern es gibt einen Hinweis, eine Auslegung von der oberen Verwaltungsebene an die nächstgeordnete Verwaltungsebene. Das nennt man Erlass. Das kennt aber kein Mensch. Das kennt kein Mensch im Schulalltag. Und entsprechend ist es gewesen. Das Ganze ist intern geblieben. Und die Häme, die hier teilweise geäußert worden ist gegenüber den Schulpraktikern, für die gab es in der Tat keinen Anlass. Das war ja schon in der Anhörung bemerkenswert, wie man versucht hat, den Schulleitern, den Lehrern zu unterstellen, sie verletzen ihre Amtspflichten, wenn sie diesen Erlass nicht kennen, der ihnen nie mitgeteilt war. Das war der Eindruck, den Sie erwecken wollten, Herr Kollege Schwarz. Und das ist genau der Punkt. Ich könnte jetzt noch, wenn ich Zeit hätte, aber ich will auch Ihre Zeit nicht noch länger strapazieren, ich könnte hier mal zitieren, was die Vertreter der Schulen gesagt haben zu der Frage dieses Erlasses und ob sie den kennen und was das überhaupt ist. Aber das will ich Ihnen sparen. Wenn Sie es lesen wollen, Sie können es nachlesen. Ansonsten hätten Sie damals zuhören sollen. Vielen Dank, Kollege Greilich. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung. Wer in der zweiten Lesung dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die FDP-Fraktion. Wer ist dagegen? Das ist die CDU, die SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Fraktion DIE LINKE. Das ist mit doch klarer Mehrheit abgelehnt worden.